Die Anpassung der Unternehmensstrukturen, Systeme und Kultur umfasst verschiedene Gegenstandsbereiche, die dabei der Implementierung des Relationship Marketings zu berücksichtigen sind. Im Rahmen der strukturellen Anpassung gilt es, sowohl die Aufbau- als auch die Ablauforganisation beziehungsorientiert zu gestalten. Zu den Unternehmenssystemen, die für das Relationship Marketing relevant sind, zählen Informations-, Kommunikations-, Personalmanagement- und Kontrollsysteme. Im Zusammenhang mit der kulturellen Perspektive sind neben einer unternehmensweiten Kultur auch bestehende Subkulturen sowie Mitarbeiter individuelle Perspektive im Hinblick auf die Beziehungsorientierung zu prüfen. Beginnen wir mit den beziehungsorientierten Organisationsstrukturen. Die Anpassung der Organisationsstrukturen basiert auf Überlegungen zu der Frage, wie die interne Unternehmensorganisation zu gestalten ist, um profitable und dauerhafte Beziehungen zu externen Kunden aufzubauen, zu erhalten und zu verbessern. Die Gestaltungsparameter sind die Aufbauorganisation und die Ablauforganisation. Die Aufbauorganisation beinhaltet die eigentliche Strukturierung, die festlegt, welche Aufgaben von wem durchgeführt werden. Die Ablauforganisation dagegen regelt die Abstimmung der zur Zielerreichung erforderlichen Arbeitsprozesse. Aus dem Ziel einer verstärkten Beziehungsorientierung im Unternehmen ergeben sich vier Anforderungen, die Sie hier in dieser Abbildung dargelegt haben. Also es ergeben sich diese vier Anforderungen an die Wahl einer geeigneten Organisationsstruktur, die bei der Gestaltung des Aufbaus und der Abläufe zu berücksichtigen sind. Die erste Anforderung ist die Bildung dezentraler Einheiten zur Realisierung von Kundennähe. Die zweite Anforderung ist die verstärkte Orientierung an kundenbezogenen Prozessen. Die dritte Anforderung ist die Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit zur Umsetzung von Kundenbedürfnissen. Und die vierte Voraussetzung ist die Erweiterung der Kompetenzen bei kundenbezogenen Entscheidungen. Bei Überlegungen zur organisatorischen Umsetzung des Relationship Marketings existiert ein Spannungsfeld zwischen Zentralisation und Dezentralisation. Eine zentrale Aufgabe komplexer Organisationen besteht in diesem Zusammenhang darin, durch die Bildung dezentraler Einheiten Kleineinheit aufzubauen. Die Bildung kleiner, dezentraler und in der Regel auch autonomer Einheiten ist in der Unternehmenspraxis trotz der fortschreitenden Globalisierungstendenzen vermehrt festzustellen. Die Zentralisierung von kundenbezogenen Entscheidungen bringt lange Informationswege mit sich und erhöht damit das Risiko von Verzögerungen bei der Reaktion auf Kundenanliegen. Die oberen Hierarchieebenen werden zudem durch eine Vielzahl strategisch wenig relevanter Probleme überlastet, während in den unteren Abteilungen durch formal geringe Kompetenzen oftmals Motivationsprobleme entstehen, die sich entsprechend negativ im Kundenkontakt auswirken. Der negative Einfluss einer ausgeprägten Zentralisierung lässt sich anhand des Beschwerdemanagements verdeutlichen. Ein langer Dienstweg in Verbindung mit einem komplexen Regelwerk mit genau definierten Verhaltensanweisungen für den Beschwerdefall verringert in der Regel die Beschwerdebearbeitungsgeschwindigkeit und erhöht den organisatorischen Aufwand bei der Bearbeitung der Beschwerde. Für den Kunden bedeutet dies zusätzliche Wartezeiten und damit einen erneuten Anlass für Unzufriedenheit. Studien zeigen, dass die Bearbeitungszeit einer Beschwerde einen signifikanten Einfluss auf die Beschwerdezufriedenheit hat. Mit der Dezentralisierung ist ein Abbau der Hierarchiestufen verbunden, der einen besseren Informationsfluss und somit eine höhere Flexibilität zur Lösung der Kundenprobleme sicherstellt.
Dieser Hierarchieabbau im Rahmen einer beziehungsorientierten Anpassung der Strukturen ist jedoch nicht automatisch gleichzusetzen mit einer radikalen und vollständigen Auflösung der bisherigen Unternehmensstruktur. Vielmehr besteht die Möglichkeit zu versuchen, die mangelnde Beziehungsorientierung der bestehenden Struktur schrittweise durch andere Strukturierungsmöglichkeiten der bestehenden Struktur zu ergänzen und so die Vor- und Nachteile in einer zumindest vorübergehend hybriden Organisationsform zu verbinden. Zum Beispiel der Abbau von Hierarchien bei Dienstleistungen, nicht zuletzt aus Kostengründen und Gründen der Geschäftsprozessoptimierung, ist inzwischen weit fortgeschritten. So lag bereits 2001 der Umsatzanteil der unternehmensnahen Dienstleister mit flachen Hierarchien bei mehr als 32%. Noch deutlicher fällt dieser Effekt bei Unternehmen der Werbebranche aus. Dort erwirtschaften in 2001 Unternehmen mit einer flachen Hierarchie bereits mehr als 60% des Umsatzes. Eine Steigerung der Beziehungsorientierung erfordert zudem eine verstärkte Prozessorientierung. Eine prozessorientierte Sicht betrachtet die organisatorischen Abläufe in der gesamten Wertschöpfungskette, in der vom Zulieferer über die verschiedenen Stufen innerhalb des Unternehmens hinweg bis zum Handel sämtliche kundenbezogenen Prozesse definiert und optimiert werden. Somit wird der Kunde zum Impulsgeber der Prozesse. Zielsetzung ist eine bestmögliche unternehmensinterne und unternehmensübergreifende Zusammenarbeit der einzelnen Teilnehmer der Wertschöpfungskette, Zulieferer, Mitarbeiter, Führungskräfte, Logistikdienstleister und Handel zum Beispiel, um eine schnelle und flexible Reaktion auf Kundenwünsche zu gewährleisten. Dazu ist ein durchgängiger Informationsfluss über die gesamte Wertschöpfungskette unentbehrlich, damit erforderliche Informationen über den Kunden jederzeit dort verfügbar sind, wo sie benötigt werden. Ein einzelner Kundenkontakt oder Wunsch hat weitreichende Auswirkungen auf die verschiedenen Abteilungen innerhalb des Unternehmens und auf die einzelnen Teilnehmer der Wertschöpfungskette. Zur Erreichung der Beziehungsorientierung ist entsprechend eine Optimierung aller direkten oder indirekten Geschäftsprozesse obligatorisch, unterstützt durch entsprechende informationstechnologische Hilfsmittel. Und aufgrund der Tatsache, dass in jedem Unternehmen mehr oder weniger unterscheidbare Subkulturen existieren, ist schließlich eine zunehmende Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit erforderlich, die das Ziel verfolgt, vorhandene Bereichsegoismen und Schnittstellenkonflikte bei der Befriedigung des Kundenwunsches aufzulösen. Eine zentrale Schnittstelle ist zum Beispiel die zwischen der Marketingabteilung und der Forschungs- und Entwicklungsabteilung eines Unternehmens. Während der Marketingabteilung vor allem Betriebswirte mit einer kundenorientierten Sichtweise angehören, besteht die Forschungs- und Entwicklungsabteilung überwiegend aus Forschern und Technikern, deren Hauptaufgabe die Entwicklung neuer oder technologisch verbesserter Produkte und Dienstleistungen darstellt. Wichtig für den Erfolg bei der Neuproduktentwicklung ist die kooperative Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Abteilungen. So wird sichergestellt, dass das Wissen über die Kundenbedürfnisse aus der Marktforschung und das technologische Know-how der Forschungs- und Entwicklungsabteilung kombiniert bei der Neuproduktentwicklung zum Einsatz kommt. Auch besteht die Möglichkeit, dass die Marketingabteilung aus ihrem kunden- und beziehungsorientierten Blickwinkel geeignete Kunden identifiziert und der Forschung und Entwicklung vermittelt, die gezielt in die Ideengenerierung der Neuproduktentwicklung eingebunden werden. Zur Förderung der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit ist in einem ersten Schritt die Identifizierung der potenziellen Problemfelder, in der Regel sind es Kommunikationsdefizite, notwendig, um anschließend geeignete Maßnahmen zur Konfliktlösung zu ergreifen, wie zum Beispiel eine empfängergerechte Kommunikation, eine
informelle Kommunikation, ein zeitweiser Austausch von Mitarbeitern, die konfligierende Abteilungen oder vielleicht sogar eine räumliche Zusammensetzung. Last but not least, wie hier angeführt, ist eine weitere Anforderung des Relationship Marketings, die an die Aufbauorganisation die Erweiterung der Entscheidungskompetenzen der unteren Hierarchiestufen des Unternehmens im Sinne des Empowerments von Mitarbeitenden. Diese Form der Kompetenzerweiterung hat vor allem im Dienstleistungssektor stark an Bedeutung gewonnen, da durch die Stärkung der Kundenkontaktmitarbeiter eine höhere Beziehungsorientierung realisiert wird. Unter dem Begriff Empowerment sind dabei sämtliche Maßnahmen zu verstehen, die es dem Mitarbeiter erlauben, in der entsprechenden Kundenkontaktsituation autonome Entscheidungen zu treffen. Es werden dabei zwei Ausprägungsformen von Empowerment unterschieden, die in Bezug auf den Grad der Mitarbeiterautonomie hinsichtlich der Breite des selbstverantwortlichen Handlungsspielraums variieren. Bei einem strukturierten Empowerment wird vorgegeben, welche Lösungen bei Problemen oder Anliegen der Kunden anzustreben sind. Beispielsweise werden je nach Kundenwert und Anliegen relativ exakt formulierte Maßnahmen vorgegeben. Das flexible Empowerment ermöglicht dem Mitarbeiter weitestgehend selbstbestimmtes Handeln. Die Regelungen, die im Rahmen der Kundenkontaktsituation, werden dabei äußerst weit gefasst und die Mitarbeiter sind aufgefordert, flexibel und individuell auf Kundenwünsche zu reagieren. Im Zuge der Einführung des Empowerments verändert sich auch die Organisationsstruktur. Faktoren wie Selbstbestimmung, Selbstkontrolle und Eigenentscheidung gewinnen an Bedeutung. Durch die Erweiterung der Entscheidungskompetenzen wird eine effektive Koordination der Aufgaben realisiert, durch die ein hoher Grad an Beziehungsorientierung ermöglicht wird. Das Empowerment führt zur Motivation der Mitarbeiter, sodass die betrachtete Kundenbeziehung nicht nur als die Beziehung des Unternehmens, sondern auch als ihre eigene Beziehung ansehen. In der Folge kümmern sie sich intensiver um die Beziehung und versuchen, den Kunden zufriedenzustellen. Wird dadurch eine hohe Kundenzufriedenheit und in der Folge Kundenbindung erreicht, ist eine wesentliche Voraussetzung für den Aufbau und die Intensivierung profitabler Kundenbeziehungen geschaffen. Bezüglich der Erfüllung dieser Anforderungen weisen die im Rahmen der Aufbauorganisation diskutierten klassischen Organisationsformen, wie zum Beispiel die eindimensionalen Funktional- und Objekt- oder die zweidimensionale Matrixorganisation, verschiedene Vor- und Nachteile auf. Eine abschließende Beurteilung der Funktional-, Objekt- und Matrixorganisation hinsichtlich ihrer Eignung zur Implementierung des Relationship Marketings ist nur vor dem Hintergrund der konkreten Unternehmenssituation möglich. Die in diesem Schaubild wiedergegebenen Tendenzaussagen zu den beschriebenen Anforderungen deuten allerdings auf vielfältige Problemfelder hin, die hauptsächlich in der relativ starken hierarchischen Ausgestaltung einer zu stark objekt- bzw. funktionsorientierten Sichtweise sowie einer Vielzahl an zu koordinierten Organisationseinheiten bestehen. In der Literatur besteht weitestgehend Einigkeit darüber, dass den Vorteilen der traditionellen Organisationsformen, wie etwa den überschaubaren Strukturen und einer klaren Kompetenzverteilung, erhebliche Nachteile in Bezug auf Flexibilität, Reaktionsvermögen und Koordinationsaufwand gegenüberstehen. Ein Ansatz, der die erheblichen Nachteile der klassischen Organisationsformen, geringe Flexibilität und niedriges Reaktionsvermögen vermeidet, ist das Konzept der Netzwerkorganisation, die wir bereits besprochen haben. Da der flexiblen Reaktion auf Kundenwünsche bei
der Kunden- und Beziehungsorientierung eine besondere Rolle zukommt, weist die Netzwerkorganisation eine besondere Eignung für das Relationship Marketing auf. Neben der Variante des intraorganisationalen Netzwerks, bei der interne Organisationseinheiten dezentral als eigenständige Profit Center geführt werden, ist für das Relationship Marketing insbesondere die Variante extraorganisationaler Netzwerke interessant, bei der ein Unternehmen mit externen Partnern zusammenarbeitet. Diese Form der Organisation wurde im Bereich der Marktteilnehmerstrategien, wie bereits erwähnt, schon diskutiert. Durch die Konfiguration strategischer Netzwerke steigen die Chancen der Realisierung einer Beziehungsorientierung als Wettbewerbsvorteil. Folgende Merkmale externer Netzwerke bedingen die Vorteilhaftigkeit dieser Organisationsform im Relationship Marketing. Dabei erstens eine ausgeprägte Spezialisierung der beteiligten Unternehmen im Rahmen der vertikalen oder horizontalen Arbeitsteilung unterstützt in den einzelnen Bereichen der Wertschöpfungskette die Entwicklung von hochspezialisierten Know-hows, das gezielt im Relationship Marketing zum Einsatz kommt. Erfolgt die Arbeitsteilung relativ stark ausgeprägt anhand einzelner Prozessstufen, wie zum Beispiel Produktion oder Marketing, lassen sich Spezialisierungsvorteile, hohe Innovativität, hohe Qualität und ausgeprägte Vermarktungskenntnisse zu einer Beziehungsorientierung bündeln. Zweitens, die erhöhte Flexibilität der Beziehungen im Netzwerk ermöglicht eine gesteigerte Beziehungsorientierung gegenüber dem Kunden, da sie eine flexible Reaktion auf Markt- und kundenindividuelle Anforderungen ermöglicht. Drittens, die bei klassischen Organisationsformen, wie hier dargestellt, erforderliche Koordination der kundenbezogenen Aktivitäten erfolgt in einer Netzwerkorganisation über Marktmechanismen, was insbesondere Zeit- und Kostenvorteile zur Folge haben kann. Und last but not least, trotz der ausgeprägten Spezialisierung der beteiligten Unternehmen ist auch eine Differenzierung im Netzwerk umsetzbar, zum Beispiel über den Einbezug lokaler Netzwerkpartner, um regional unterschiedlichen Kundenansprüchen gerecht zu werden. Unabhängig von der gewählten Aufbauorganisation ist die Ablauforganisation erforderlich, um die Koordination zwischen den Organisationseinheiten zu gewährleisten. In der Wissenschaft und Praxis erweisen sich dabei vor allem Konzepte als relevant, die sich verstärkt am Geschäftsprozessmanagement und am Schnittstellenmanagement orientieren. Im Rahmen der Strukturanpassung zur Implementierung des Relationship Marketings hilft die Ablauforganisation entsprechend bei der Berücksichtigung der Forderung nach einer Orientierung an kundenorientierten Prozessen sowie nach der Förderung von abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit. Hier in diesem Schaubild haben Sie verschiedene Geschäftsprozesse dargestellt. Auf der Plattform finden Sie unter dem Titel CRM-Prozesse die Darstellung eben dieser Geschäftsprozesse. Da gibt es einerseits die sogenannten Marketingprozesse wie die Programmentwicklung, also die Marketingplanung, das Kampagnenmanagement und die sogenannte Lead Generation, wobei wir mit Lead die Entwicklung von qualifizierten Adressen verstehen. Dann haben wir die Vertriebsprozesse, die mit der Eingangsbearbeitung von Anfragen, Beschwerden, Informationsanfragen etc. zu tun hat, mit der Informationsbereitstellung, mit der Angebotslegung und der Abschluss bzw. abschließend mit der Auftragsbearbeitung zu tun hat und wenn denn im Rahmen der Sozialisierung bzw. der Eingewöhnung die Kunden das Leistungsangebot in Anspruch nehmen, geht es um die Serviceprozesse, die hier abgebildet werden sollten, wie zum Beispiel mit Check-in oder Check-out, die Begrüßung oder die Verabschiedung aus der vorbereiteten Dienstleistungsumgebung. Es geht um Beratungsprozesse, Betreuungsprozesse und eben, wie bereits gesagt, das Entgegennehmen von Beschwerden. Unabhängig von der gewählten
Aufbauorganisation ist eben diese Ablauforganisation erforderlich. Zur ablauforganisatorischen Umsetzung der Beziehungsorientierung ist es erforderlich, die Abteilungen des Unternehmens anhand eines am Kunden und dessen Bedürfnissen ausgerichteten Prozessmanagements miteinander zu vernetzen. Auf der Plattform finden Sie unter dem Titel CRM-Prozesse, wie bereits erwähnt, die Darstellung von Geschäftsprozessen, die ausschließlich aus Kundensicht betrachtet werden. Auch wenn der Kunde lediglich mit einer oder wenigen Organisationseinheiten direkt in Kontakt steht, haben seine Wünsche und Bedürfnisse weitreichende Auswirkungen auf andere Organisationseinheiten, die sich beispielsweise mit Aufgaben der Produktion, der Logistik oder der Verwaltung befassen. Eine Ausrichtung aller Tätigkeiten dieser verschiedenen Einheiten am Kunden ist für die Beziehungsorientierung des Relationship Marketings unerlässlich und bietet daher eine geeignete Grundlage der Abläufe im Unternehmen. Im Gegensatz zur Neugestaltung im Business Process Reengineering werden im Rahmen des Prozessmanagements bestehende Prozesse kontinuierlich verbessert. Bei der Implementierung des Relationship Marketing bedeutet dies, die Prozesse am Kunden und der Kundenbeziehung auszurichten, wie bereits erwähnt. Ziel ist es, die kundenbezogenen Prozesse mit möglichst wenigen Schnittstellen zu gestalten und die Prozessabläufe dadurch zu beschleunigen. Hierdurch lassen sich Leistungsaktivitäten besser koordinieren, Durchlaufzeiten und Termine besser kalkulieren und Warte- und Leerlaufzeiten reduzieren. Von besonderer Bedeutung sind hierbei sogenannte Kernprozesse. Kernprozesse bestehen aus miteinander verknüpften Aktivitäten, Entscheidungen, Informationen und Materialflüssen, die zusammen einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ausmachen. Je nach Wettbewerbsvorteilstrategie des Unternehmens sind diese Kernprozesse entsprechend an der Beziehungsführerschaft selbst oder an der beziehungsorientierten Gestaltung klassischer Wettbewerbsvorteile auszurichten. Verfolgt das Unternehmen die Strategie der Beziehungsführerschaft, sind sämtliche Prozesse als Kernprozesse zu definieren. Die aus der Beziehungsqualität abgeleiteten Dimensionen der Beziehungsorientierung beeinflussen. Auf diese Weise wird der Fit zwischen Ablauforganisation und Relationship Marketing Strategie sichergestellt. Den in den Prozessen bestehenden Koordinationsbedarf zwischen verschiedenen Aktivitäten und Entscheidungen gilt es dann anhand eines Schnittstellenmanagements zu steuern. Aufgabe des Schnittstellenmanagements ist zum einen, überflüssigen Koordinationsbedarf zu reduzieren und zum anderen, den unvermeidbaren Koordinationsbedarf zu bewältigen. In diesem Schaubild, in dieser Abbildung dargestellten Herausforderungen des Schnittstellenmanagements sind beispielhaft verschiedene Instrumente zur Erfüllung dieser Aufgaben wiedergegeben. Die prozessorientierten oder prozessbezogenen Instrumente zur Reduktion sowie die personalführungsbezogenen Instrumente zur Bewältigung der restlichen Koordination lassen sich dem Bereich der Ablauforganisation eben direkt zuordnen. Hier haben sich diese beiden Bereiche angeführt. Darüber hinaus lässt sich das Schnittstellenmanagement aber auch über Instrumente umsetzen, die originär Bestandteil der Ablauforganisation oder der Unternehmenskultur sind, wie zum Beispiel Struktur- und kulturbezogene Instrumente. Wie das Prozessmanagement sind auch das Schnittstellenmanagement und dessen Instrumente am Kunden und der Kundenbeziehung auszurichten. Eine Verringerung der abzustimmenden Inhalte ist beispielsweise nur dann sinnvoll, wenn sie nicht zulasten des Ergebnisses für den Kunden durchgeführt wird. Zum Beispiel die Abnahme der Zuverlässigkeit als Dimension der Beziehungsführerschaft oder geringe Möglichkeiten zur kundenindividuellen Leistungsdifferenzierung beim Einsatz der
der Sortimentorientierung im Relationship Marketing. Auch das Instrument der Job Rotation, das grundsätzlich geeignet ist, Mitarbeitern aus Abteilungen ohne direkten Kundenkontakt die Bedeutung der Kundennähe und Verständnis für die Situation des Kundenkontakts zu vermitteln, ist nur einzusetzen, wenn darunter nicht die Beziehung zum Kunden leidet, beispielsweise durch häufig wechselnde Ansprechpartner. Somit bieten sich dem Unternehmen durch die Gestaltung der Aufbauorganisation und eine Optimierung der Prozesse sowie durch eine geeignete Auswahl an Maßnahmen des Schnittstellenmanagements vielfältige Möglichkeiten, den Anforderungen des Relationship Marketings eine stärkere Beziehungsorientierung im Unternehmen zu erreichen, zu erfüllen.